Aber das Verhältnis ist ja bei Sachen, die so nebenbei produziert werden, eh nicht so wichtig. Von daher, da grät kein Hahn danach. So, machen wir mal ganz schnell hier den Anschluss. Was haben wir denn hier? Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Factorio. Das letzte Mal haben wir die Hochtechnologie in großem Stil aufgebaut. Wo ist jetzt hier die Frage? Da, wo noch nichts steht? Dann machen wir gleich noch ein Radar hin. Wo ich das wieder vergesse, habe ich einstecken? Habe ich einstecken. Ich habe auch zwei Kommentare gekriegt, um die ich mich gleich kümmern will. Die sind beide vom Herrn Oliver Wicht. Und zwar hat er mir immer geschrieben, dass ich bei den weißen Fläschchen irgendwo in Greifarm beim Einladen vergessen habe. Und dann nochmal, dass ich mir die Signale produzieren lassen könnte. Und die mir auch also automatisch anliefern lassen sollte. Und das stimmt natürlich, weil ich brauche sie ja doch häufiger, als ich erst früher mal dachte. Was mich hier gleich, während ich das mache, zum nächsten Punkt bringt. Nämlich, dass man vor 2 Tagen die 100-Abonnenten-Marke übertroffen haben. Was mich natürlich sehr freut. So, wo ist denn jetzt hier weiß? Weiß, weiß, weiß? Gibt es überhaupt weiße Fläschchen? Das hier ist grau. Weiß? Gibt's weiß? Oder meinte er grau? Ne, hier ist weiß. Weiß, weiß, weiß. Fehlt hier irgendwas? Die hier arbeiten nicht in jedem Falle, aber die arbeiten nicht. Also hier stimmt's. Das stimmt auch soweit. Die weißen Fläschchen sind ja hier die Raketendinger, wie ich das jetzt sehe. Muss ich gleich mal gucken gehen. Ja, freut mich ungemein. Es ist 100 Abonnenten, kann ich mir eigentlich immer noch gar nicht so richtig vorstellen, weil das sind so viel mehr wie. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ja, wäre ganz toll, dass du das jetzt hier machst, aber mal gucken, ob sich zwei finden, die das gucken wollen. Und jetzt haben sich da doch schon deutlich mehr gefunden als nur zwei. Das ist schon Wahnsinn. So, einladen. Hier fehlt ein Greifarm. Ich sehe nicht wirklich wo. Ah. Bin ich mir jetzt. Hier. Oder hier? Fehlt hier ein Greifarm? Nö, hier fehlt auch keiner. Das ist jetzt eine gute Frage. Kannst du mir vielleicht nochmal genauer schreiben? Am besten, wenn ich da davor stehe, machst du mir mal einen Timestamp in den Kommentar rein, damit ich es gleich sehe, wo es ist. Weil jetzt bin ich hier gerade überfragt. Weil für mich sieht das alles so aus, als sollte das funktionieren. Das hier ist die Frage, wo das Einladen fehlt von den Weißen. Hier sind Weiße drinne überall. Ja. Hier sind auch Weiße drinne. Es fehlt halt an den. Welchen fehlt es denn hier eigentlich? Hier fehlt es an Lila. Und hier fehlt es an. Hallo? An was fehlt es denn hier? An Rot. Wieso fehlt es denn da an Rot? Ah, hier, da fehlt ein Stück Band. Das ist ja verrückt. Gut. Jetzt hat der auch endlich mal was zu tun. Das war wahrscheinlich aber nicht der Punkt, den er angesprochen hat. Hier haben wir jetzt nochmal die grauen Dinger. Das sieht aber jetzt im ersten Moment auch sehr gut aus. Ja, schreib's mir bitte den nochmal. Am besten mit Timestamp, wenn ich gerade davor stehe. Damit ich das fixen kann das nächste Mal. So, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Signale. Was brauchen die? Die brauchten, glaube ich, nicht zu viel. Signale. Signale? Signale. Hier sind Signale, da. Eisenplatte und elektronischer Schaltkreis, bitte. Das ist einfach. Können wir das hier hinten bestimmt auch klein machen? Wo wir sowieso schon alles produzieren lassen. Da geht doch bestimmt. Da haben wir das doch bestimmt schon da. Ja, haben wir auch. Dann machen wir das nämlich einfach hier auf die Seite vom Band und dann sind wir gleich auf der sicheren Seite. Werkabbau, Produktivität ist abgeschlossen. Was forschen wir als nächstes? Begleitroboteranzahl?
Artillerie-Reichweite wäre nochmal so ein Ding, ne? Die automatische Reichweite weiter aufpumpen. Oder Bergbau, Produktivität noch einmal. Wir machen erstmal die Produktivität weiter. Vielleicht fällt mir irgendwann noch mal was Besseres ein, was ich machen könnte. So, machen wir jetzt einfach hier, da. Und da machen wir jetzt hier die beiden Signale hin. Das ist einmal das normale und einmal das Folgesignal. Müssen die schnell produziert werden? Nee, müssen sie nicht. Ganz ehrlich. Habe ich rote Greifarme? Habe ich auch. Wieso sind denn die nicht mehr in der Liste drin? Wo waren die denn mal? Die hatte ich doch hier bestimmt mal in der Liste drin. Naja, gut. So oft braucht man sie jetzt nicht. Bleiben sie jetzt nicht in der Liste. So, da haben wir Strom an dem Gerät dran. Dann brauchen wir die beiden Anbieter. Ja, biete mich mal an. Und dann Output, wunderbar. Ein Stack wird reichen, ganz ehrlich. Oh, der eine ist gerne hier im Bereich. Ne, die sind beide neben Bereich, was ist denn das? Habe ich ihn? Ne, ich habe keinen Roboport, dann baue ich mir mal schnell ein. Ich habe einen Zug einstecken, wieso habe ich einen Zug einstecken? Wollte ich irgendwas machen mit Zügen? Gerade überfragt. So, hierhin. So, was ich noch ändern wollte, was mir jetzt spontan selber eingefallen ist, und zwar hier. Will ich keine Effizienzmodule reinpacken in die Raketensilos, sondern Produktivitätsmodule. Ich glaube, man kann bis zu 4 Produktivitätsmodule reinmachen. Das ist 40% extra Produktivität. Und das heißt, du brauchst so ein paar 30% weniger Rohstoffe oder so. Und das lohnt sich natürlich. Vor allen Dingen bei der Rakete, weil die ja so unglaublich teuer ist. Läuft das hier? Nein, es fehlt an roten Schaltkreisen ohne Ende. Warum fehlt es an roten Schaltkreisen? Die werden aber produziert, ja. Produziert werden sie in ausreichender Menge. Ja, dann ist die Frage, was machen wir jetzt hier? Hier kommen jetzt nie rote an. Weil das hier ja die ganze Zeit durcharbeitet. Die Kiste hier ist zwar voll, aber die hier noch lange nicht. Und das ist gerade das Problem. Ich würde jetzt hier nämlich gerne den einen oder zwei abändern. Man könnte die jetzt noch ein Stück hier nach hinten rausziehen. Warte mal, wir brauchen die blauen, die grünen und die roten. Um langsam aber sicher, ich mach das jetzt einfach mal. Hier, das kommt mal weg. Dann ziehen wir die grünen weiter. Bop, 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 bop. Aber nicht so weit. Wir ziehen die grünen weiter, dann ziehen wir die roten weiter. Und die blauen. Und dann bauen wir uns hier hinten nochmal eine kleine Produktion auf für die Produktivitäts- und Geschwindigkeitsmodule. Jetzt mal richtig. Die werden auch zwar unglaublich langsam produziert werden, aber das macht uns jetzt erst einmal nichts. Ich mache das hier jetzt auch sinnlos im roten Band, einfach weil ich es habe und dauerhaft produziert wird. So, für die erste Stufe brauchen wir Rot und Grün. Für die zweite Stufe brauchst du Rot und Blau. Und für die dritte Stufe auch nochmal Rot und Blau, ne? Also man könnte das so machen. Hier ist die erste Maschine mit einladen. Ich weiß nicht, wie weit runter ich das jetzt stelle. Ich stelle es einfach mal hier hin. So, wir wollen 2 Einsermaschinen. Dann wollen wir eine Zweiermaschine. Und dann eine Dreiermaschine. Ich weiß noch nicht, in welchem Abstand hier, weil irgendwie muss ja das Fließband da noch mit hin. Das hier wäre jetzt, sagen wir mal, wo sind die? Da unten? Produktivität oder Aschgeschwindigkeit? Was ist denn wichtiger? Von der Produktivität brauchen wir nicht so viele, machen wir die als erstes. So, hier. Huch. Den hier bitte. Ja, ich habe es genau falsch rum gemacht. So rum wird kopiert. So, da der Zweier. Da der Dreier. Band. Hier kommt ein Band an. Da ist das Zeug drauf, was wir brauchen, nämlich grün und rot in dem Falle jetzt hier. Müssen wir nochmal gucken, wie wir das verlegen können. Und dann brauchen wir jetzt hier noch ein Band. Warte mal, wir tun den innen weiter raus. So. Dann haben wir jetzt hier ein Band in der Mitte. Da.
Das ist hier unterbrochen. Da. Das ist unterbrochen. Da kommt ein roter Greifarm hin. Bop, bop, bop. So, der mal packt das dann hier rüber. Hier ist die 3. Und die können sich selber hier von dem Band einfach runternehmen. Ist ja kein Problem. Die nehmen sich auch einfach von hier runter. Das muss alles nicht schnell gehen. So, da rein. Das ist es eigentlich schon. Und dann ab in eine Kiste damit. Mit dem Unsinn. Kiste. Hätte gerne hier auch wieder Anbieterkisten, damit die mir das anliefern können. So, Moment. Genau. Und hier brauchen wir jetzt aber eine Schaltung kurz. Eine ganz einfache. Ich will dem bloß sagen, dass er nicht zu viele produzieren soll hier. Und zwar, der liest dir den Inhalt von der Kiste aus und bitte nur aktivieren, wenn die Produktivitätsmodule 3 weniger als 10 Stück da sind, ne? Wenn ich als 10 Stück da sind, dann arbeite. Wenn 10 oder mehr da sind, dann hör auf. Ja, genau, das ist es einfach. Das Ganze kopieren wir uns jetzt noch einmal. Beziehungsweise bauen wir genauso noch einmal auf für die Geschwindigkeitsdinger. So. Können wir nämlich genau dieselben Bänder hier einfach nochmal nehmen. Sieht dann genauso aus, bloß dass es hier halt aufhört. Hier brauchen wir kein Untergrundband, weil das hört ja hier auf, dann kommt ja nichts mehr. Dasselbe hier da rein und da rein. Dopp, dopp, dopp und fertig ist der Lack. So, ungefähr. Dann kann das hier in aller Ruhe produzieren. Das wird wahrscheinlich eine sehr ruhige Produktion, weil nicht so viel hier hinten ankommt. Zumindest so lange, wie die Effizienzmodule noch hergestellt werden. Weil die ja Vorrang haben. Die brauche ich auch öfter. So, hier nochmal die Dreier. Wunderbar. Man kann das jetzt hier in aller Ruhe arbeiten. Das wird dann auch alles von der Geschwindigkeit von irgendeinem limitiert. Das ist nicht im richtigen Verhältnis hier. Aber das Verhältnis ist ja bei Sachen, die so nebenbei produziert werden, eh nicht so wichtig. Von daher, da gerät gehorn danach. So, machen wir mal ganz schnell hier den Anschluss. Was haben wir denn hier? Wieso habe ich denn die weitergezogen? Das sind Geschwindigkeitsmodule. Da sind die blauen. Oh. Na ja, gut. Da hat er nicht aufgepasst, der Typ hier. Nehmen wir uns lieber die hier. Wupp, wupp, wupp. So, fertig erledigt. Die blauen können gleich weiter. Weil die brauchen wir erst hier hinten. Die roten kriegen hier eine Abzweigung. Und dann den Tunnel, weil die brauchen wir hier hinten auch nochmal. Dann kann der hier eigentlich hier runter. Und hier drauf. Dann kann der einfach hier runter und da drauf. Ich mach das hier jetzt nicht so schön ordentlich, das kann ich später noch machen, falls ich doch nochmal auf die Idee komme, das hier zu verlängern. Was aber wahrscheinlich nicht mehr passieren wird. Wir sind jetzt hier schon so lange dabei, ohne dass wir hier nochmal was verlängert haben von dem ganzen Terrain. Deswegen denke ich, hier passiert nichts mehr. Na, das ist ja hier bloß noch so eine, vor allen Dingen, wenn die Forschung dann weg ist, ist das ja dann wirklich bloß noch so eine Base, die mir hier verschiedenstes Zeug produziert, was ich zum Bauen brauche und sonst nichts. So, machen wir hier mal Strom hin, dann kann der mal was tun. Hier, du kannst auch was tun. Du kannst was tun und du auch. So. Brauchen wir noch einen Roboport. Weil wir hier hinten keinen Empfang haben. Ne? Das ist immer ganz doof, wenn man schlechten Empfang hat. Da muss man was tun. Da müssen wir hier mal in Empfänger hinsetzen. Können wir hier gleich richtig weit setzen. Wie gesagt, ist eigentlich Wurst, aber für den Fall der Fälle. Gerade habe ich noch gesagt, ja, hier passiert ja eh nichts mehr und dann sagt er wieder, ach, der weiß doch selber. Dem darfst du nie vertrauen. Der weiß doch nicht, wovon er redet. So, das arbeitet hier. Geht schon los. Und dann haben wir gleich unser erstes Dreiermodul fertig. Wie gesagt, das wird eine sehr langsame Produktion. Der Nachteil ist, jetzt kriegt das Zeug hier noch weniger. Ich könnte sogar hier den priorisieren. Ich müsste hier eigentlich einen Bahnhof hinbasteln für Rot. Dass hier so ein ganz kleiner Zug mal gelegentlich rotes Zeug abliefert.
Aber das ist hier so weit hinten und sonst wo. Man könnte natürlich den hier mit abliefern lassen. Irgendwie. Aber, warten wir mal ab. So. Nächster Plan. So, ja, nee, was? Plan? Wir setzen jetzt erst schon mal hier die Signale. Na, jetzt haben wir sie produzieren lassen. Da sollte man sie auch noch anliefern lassen. So, einen ganzen Stack bitte. Ja, bring mehr, bring mehr. Danke, danke, danke. Oh, so schön. Dann können wir nämlich jetzt hier neue Schienen verlegen. Wir hatten auch noch Außenposten abgerissen. Da oben den, der ist Geschichte, was auch immer da mal war. Hier sieht es auch eher ärmlich aus bei dem Eisending. Das ist so klein, das will keiner. Das hier, da ist noch was. Da hat man schon Zeug abgenommen, was wir nicht mehr brauchen. Das Kupferding hier sieht noch sehr gut aus. Hat man aber auch schon verkleinert. Hier ist nochmal Eisen. Und oh, der geht auch schon da nieder. Das neue Eisen hier. Was ist denn da los? Der Zug ist voll. Haben wir zu viel Eisen? Muss ich mal hier kurz mal auf die Dinge. Ja. Ja, okay. Wir haben genug Eisenerz. Da haben wir kein Problem. Kupfer könnte ein Problem sein. Nee, ist auch voll. Was halt jetzt gerade wieder daran liegt, dass nicht viel gebraucht wird. Deswegen kümmern wir uns gleich darum, dass wir wieder was brauchen. Indem wir die nächste Forschung auslagern. Und zwar ist das hier die Produktivität. Daran hängt es momentan. Das braucht Lichtbogenöfen, die kriegt man relativ leicht hin, hatte ich schon gesehen. Hier Ziegelstein, erweiterter Schaltkreis und 10 Stahlträger. Ist alles kein Problem. Die Ziegelsteine müssen wir zwar nochmal im großen Stil irgendwo herstellen, aber den Rest, den haben wir alles in ausreichender Menge. Was ein Problem wird, beziehungsweise ein bisschen mehr Zeit in Auftrag in Anspruch nehmen wird, sind hier die Elektromotoreinheiten. Da müssen wir nämlich Schmiermittel im großen Stil herstellen und wir müssen die Motoreinheiten im großen Stil herstellen. Die Motoreinheiten sind relativ einfach, das ist einfach Eisen und Stahl. Das produziert aber auch relativ langsam, also wird auch ein großer Komplex. Und dann machen wir da im selben Verhältnis E-Motoren draus. Brauchen wir halt bloß das Schmiermittel. Das müssen wir uns nochmal besorgen. Und dann wird aus beiden zusammen wird das Produktivitätsmodul. Das Produktivitätsmodul braucht etwas länger. Das Verhältnis ist 14 zu 10. Also 14 Maschinen, die Elektromotoreinheiten herstellen, zu 14 Maschinen, die Wissenschaftspakete herstellen, zu 10 Maschinen, die Elektromotoreinheiten herstellen. Dann haben wir das richtige Verhältnis da. Wie sieht's denn da bei dem? Bei dem? Hallo, 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 hallo? Bei dem Hochofen aus. 5 Sekunden. Ja, das geht nie wirklich auf. Na? Also ein bisschen doof. Das heißt, du brauchst halb so viele ungefähr. Also 5. Oder was? Ich glaube, da brauchst du bloß 5. 5 Maschinen, Lichtbogenöfen. Auf 14 Maschinen. Ja, genau, dann ist das alles mit 1 pro Sekunde, genau. 14 Purple werden beliefert von 5 Maschinen, die Lichtbogenöfen herstellen. Okay, wunderbar. Dann müssen wir bloß zusehen, dass wir genug Ziegelsteinproduktion irgendwie ans Laufen kriegen. Und das ist genau das, mit dem wir jetzt anfangen. Wir haben hier nochmal einen ordentlichen. Na gut. Sagen wir mal, wir hatten hier mal einen ordentlichen Eisenpatch, Steinpatch. Wollen wir den nehmen? Der ist ja so. Das Gebiet ist ein bisschen doof, sag ich mal. Haben wir sonst noch irgendwo Stein? Da sind 1,8 Millionen. Das haut mich nie vom Hocker. 400.000, das haut auch niemanden um. Oh, 12 Millionen Kupfer. Das ist schon angenehm. Das ist auch frech hier. Gucke dich das an. Das ist schon frech. Ich weiß nicht, ob ich denen das so durchgehen lassen kann. Aber wir suchen jetzt erstmal Stein. Oh, Stein. Da unten. Nehmen wir. Oh, hier, 4 Millionen. Den nehmen wir.
Dann machen wir hin. Können wir uns einfach hier in Abzweig runter schicken. Wir machen hier gleich alles. Ne? Die bauen hier ab und die Öfen stehen hier auch gleich, die das Ganze verarbeiten zu Ziegelsteinen. Und dann werden die Ziegelsteine, so wie sie sind, mit Zug transportiert. Okay, gut, haben wir Schienen? Wir haben Schienen. Wir haben Umspannwerke, wir haben Entzug. Wir haben eigentlich alles, außer Mauern haben wir nicht. Warum kriege ich eigentlich keine Mauern geliefert? Das könnte ich doch auch gleich mal einrichten. Hier werden die Mauern ja produziert. Ist da schon eine... Nee, ist natürlich keine Anbieterkiste da. Hier, komm. Biete mir an. Ich brauche dringend. Ist sogar im Netzwerk, sehr schön. So, dann sag mal dem hier nochmal kurz. Mauern. Wo sind denn die? Da unten, okay. 100 Stück, nee. Mach mal 300. 3 Stacks, okay. Die Frage, haben wir die Turrets, also die Lasertürme auch in der Logistik? Nee, haben wir nicht. Aber ich guck gleich mal, ob ich den Logistikbereich hier nochmal erweitern kann. Dass hier vielleicht noch eine Zeile hinkommt, wäre cool. Habe ich jetzt alles? Nee, jetzt habe ich alles. Okay, gut, dann latschen wir mal los. Sollten wir mit dem Zug fahren? Mit dem Artilleriezug? Wir könnten den eigentlich gleich nutzen, um da wieder freizuräumen. Das klingt eigentlich ganz gut. Wie fahren wir denn da am besten? Das ist die Frage. Mir wurde auch gesagt, man kann mehrere Züge hier hintereinander klatschen und die greifen nicht dasselbe Ziel an. Das heißt, das wäre auch nochmal eine Idee, dass wir das vielleicht tun. Aber im Moment reicht mir noch, was der leisten kann. Wir können erstmal zu Ölaußenposten 1 fahren. Und dann mache ich selber weiter. Hier, so, Öl. Außenposten 1, bis Zeit vergangen. Viel Spaß. Ja, wir alle wissen ja, was hier passiert, wenn ich persönlich fahre. Hier durch unsere Anlage, das wird wieder ein Traum. Oh, hier fehlt es an Plastik. Stimmt, Öl müssen wir auch nochmal besorgen. Das machen wir dann gleich danach, wenn wir das mit dem Stein erledigt haben. Ich habe ein paar Öfen mit. Okay, gut. Wollte gerade sagen, ich habe keine Lichtbogenöfen mitgenommen. Ein paar habe ich mit, aber keine Effizienzmodule. Ist aber nicht so schlimm. Ja, du bist zu weit, mein Freund. Kannst du hier umdrehen? Ja, aber nicht so. Nicht so. Gut, dass hier gerade keiner ist. Wenn der Pyro hier wieder fährt, da. Ah, so ist fein. So ein feiner Zug. Schick, 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 schick. So, jetzt hier gleich mal links abbiegen, bitte, mein Freund. Und dann? Wie weit musst du denn eigentlich? Bis zu dem kleinen Eisenfitzel. Könntest eigentlich hier jetzt so stehen bleiben? Du schießt doch hoffentlich nichts ab, oder? Nein, tust du nicht. Das ist in Ordnung. Dann kann ich hier nämlich gleich mal die Abzweigung basteln. Warte, schon wieder länger her, ne, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Muss ich mich erstmal wieder reinfinden, wo hier was ist, so, Abzweigung hin. Aber, und dann gleich mal einen langen Abschnitt hinterher. Damit wir hier gleich ein paar Meter machen, so. Hier meine Roboterfreunde. Wir hatten ja die Robotergeschwindigkeit auch erforscht. Das geht ja jetzt wieder einen Ticken flotter. So, und dann können wir hier gleich mal runter von dem... Genau, dann stehen wir nämlich nicht mehr im Weg rum. Das finden wir ja immer ganz gut. Was ich natürlich wieder nicht mit habe, ist Rom, glaube ich. Okay, dann bauen wir mal uns runter. Sollten ja keine Gegner am Weg sein. Ist ganz runter zumindest. Beim Steinpatch, dann kann er auch schon mal, baue ich eine kleine Verteidigung auf und dann kann der da ein bisschen rumballern, während wir das Ding aufbauen. Hier sind wir aber auch nah dran, ne? Das habe ich mir vielleicht nicht ganz so überlegt, wie ich das hätte sollen. Ja, da. Oh, na komm. Schiff vergessen, dann macht das nicht, weil da Bäume im Weg waren. Das ist schon cool, dass die Roboter jetzt so schnell sind. Okay, wie macht man das am allerdümmsten? Oh, hier fehlt ja noch was.
Okay. Aber hat trotzdem funktioniert, weil wir hier ja Strom hatten. Ja, ich stelle den jetzt erstmal hier hin. Ich denke mal, der Bahnhof ist dann hier so. Das ganze, die ganze Produktion geht hier so hoch. Hier 4 Reihen. Die abbauen, dann in 4 Reihen rein, wo die Öfen das Zeug verarbeiten. Und das ist es dann auch schon gewesen quasi. Und dann ist da oben irgendwo der Bahnhof. Das Ganze wird eingemauert. Kriegt ja Effizienzmodule. Ja, das kriegt dann Effizienzmodule. Die muss ich aber erst noch holen. Dann bauen wir jetzt erstmal hier kurz die Verteidigung auf. Weil ich hier jetzt gleich den Zug hinstellen werde. Und der wird ein bisschen Spaß machen. Bei den Aliens, die hier möglicherweise in der Nähe sind. So, wunderbar. Hab ich Türme mit, Lasertürme. Lesene. Hier oben waren gerade welche, oder? Hä? Bin ich blind? Hier, 39 Stück. Hätten hier unten irgendwelche drin sein sollen?